Ja, weiter, 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 weiter. Verfluchter Drecksack! Was ist mit dir? Du bist einfach komplett tot schon, oder was? Okay, also Logan, wie ihr mitbekommen habt, wollte jetzt in dem Fall unseren Tod. Das wollten wir aber nicht. Und deswegen haben wir uns gewehrt. Und ich wette, dass es noch zwei, drei Leute gibt, die unzufrieden mit dem Ergebnis sein werden. Aber das ist mir egal. Verstehst du das? So, jetzt sind wir hier beim Judikator. Man sagt, der Hybrid habe seinen Status verändert. Sagt man sich das? Ja. Es heißt, er würde sich nun anderen Dingen zuwenden. Er wird von nun an den freien Menschen dienen. Aber wie? Ich habe seine Systeme mit Mana kontaminiert. Oh, du meinst dieses Zauber-Elex der Berserker? Und du meinst, du warst wirklich bei ihm? Ja, und es funktioniert. Der Hybrid hat nun ein Gewissen und Mitgefühl. Was für ein genialer Plan. Das sind wahrlich gute Nachrichten. Du sollst eine angemessene Anerkennung dafür bekommen, mein Sohn. Möge Kalan dich beschützen. Ist nicht so, als hätte ich schon 80.000 Splitter, aber okay. Dankeschön und tschüss, wir müssen weiter. Wir müssen nach Abessa. Abessa City. Was zum Scheiß? Warum sind die hier? Naja. Oh. Gerade wollte ich noch fragen, warum denn diese hektische Musik, aber jetzt sehe ich es ja. Aber die Jungs haben das schon gemacht hier, das sind Profis, ich sehe das schon. Sehr unzufrieden über diesen Bosskampf. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir was anderes erwartet. Was willst du? Ich hab zu tun. Ich bin hier, um etwas richtigzustellen. Du möchtest etwas richtigstellen? Halt, bist du nicht derjenige, der die Separatisten gesehen hat, wie sie Verhandlungen mit den Alps geführt haben? Warte, die Situation spitzt sich immer weiter zu. Abessa ist zu einem Schmelztiegel des Krieges geworden. Es wird sich bald alles ändern. Der Hybrid wird nun durch eine Mischung aus Elex und Mana beeinflusst. Durch dieses Gleichgewicht wird er bald in der Lage sein, uns zu helfen, die Dinge wieder ins Lot zu bringen. Dann ist der Kampf gegen die Alps also vorbei? Noch nicht ganz. Viele von ihnen haben noch nicht begriffen, was auf sie zukommt. Ich hoffe, dass wir schnellstens wieder Ruhe und Ordnung in unser Land bekommen. Nur eine Frage der Zeit. Gut. Dann lass uns dafür sorgen, dass wir diese heiße Phase überstehen. Also, pass auf deinen Rücken auf. Ja, genau. Also, was willst du? Und warum ist nicht Caleb hier? William, er wird wohl der neue Anführer vom Fort werden, hä? Hey du, wir müssen uns mal unterhalten. Was willst du?
Es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass du im Eispalast beim Hybriden warst. Wie kommen die ganzen Schwachköpfe hier eigentlich auf so einen Mist? Wahrscheinlich, weil es die Wahrheit ist. Ach komm, du Aufschneider. Kein Wort, glaube ich dir. Ich hab dich bei uns aufgenommen. Ich kann das auch gerne wieder rückgängig machen. Der Hybrid wurde mit Mana kontaminiert und wird ab jetzt für uns alle arbeiten. Auch für so jemanden wie dich. Ach ja? Du willst mir damit sagen, dass diese Missgeburt von einer Maschine jetzt auch noch Berserkerschlamm zu fressen gekriegt hat? Tja, das kann ja was werden. Ich möchte wetten, es dauert nicht lange, bis diese Holzköpfe hier aufkreuzen und Ansprüche stellen, was? Wir werden lernen müssen, zusammenzuleben. Tja, wie heißt es so schön? Der Überbringer von schlechten Nachrichten bekommt die Scheiße als Erste ab, nicht wahr? Du wirst diesen Ort jedenfalls nicht mehr lebend verlassen. Halt! Wenn du glaubst, du kannst hier grundlos Leute angreifen und kommst damit durch, dann hast du dich geschnitten. Was? Entweder du bezahlst deine Strafe oder du wirst mit den Konsequenzen leben müssen. Ich zahle meine Strafe. Das will ich dir auch geraten haben. In meinem Fort bleibt nichts unbestraft. Und jetzt verpiss dich. Dich mache ich fertig. Ja, ist klar. Ist klar, Leute. Euer Scheiß ernst? So. Weißt du, was ich jetzt mache? Jetzt mache ich hier mal Rampage. Jetzt mache ich die alle platt. Allesamt. Die wollen mich tot sehen. Viel Spaß dabei. Ich hab zu tun. Oh, oder auch nicht. Hieß es nicht gerade noch, ich werde jetzt als Erzfeind gesehen? Wer sieht mich denn hier als Erzfeind? Den hau ich um. So, du siehst mich als Erzfeind, also bist du tot. Es gibt ja noch Nasty. Vielleicht können wir die ja hier zur Anführerin machen. Jetzt schnapp ich mir! Warte mal! Oh, Scheiße. Weiter geht's. Wuhu. Alter Schwede, ey. So, nochmal speichern. Wir nehmen nochmal einen Trank zu uns. Und nochmal einen Mana-Trank. Komm, scheiß drauf, wir haben genug. Also, es gibt hier wohl doch noch einige, die uns irgendwie an die Wäsche wollen. Ich helfe dir. So, jetzt hält der Typ auch die Fresse. Also, es gibt hier einige, die uns nicht an die Wäsche wollen. Aber wiederum andere, die uns jetzt hier alle tot sehen wollen. Das ist mir scheißegal, weil jetzt ist das Spiel... Eieieiei, komm klar. Den kaufen wir uns. Wuhu! Alter Scheiß Schwede, ne? Hey, du wirst hier als Verbrecher gesucht. Melde dich umgehend bei William, wenn du nicht noch mehr Ärger willst. Digga, William ist tot. Halt die Schnauze. Alter. Weißt du, die direkt alle mit ihren dicken Ballermännern hier. Schießen hier wild um sich, die Affen.
Was ist los, hä? Willst du dich auch mit mir anlegen? Entweder du steckst das Ding weg oder ich zwinge dich dazu. Ach, zwingen mal jemand anderen. Kluger Bursche. Alter. Der kriegt gar nichts gepeilt. Also der ist offensichtlich noch nicht so wirklich gegen uns. Die beiden hier wohl eher. So, Big Jim, auch tot. Alter, das ganze Lager. Raus steht noch jemand, der uns irgendwie nicht so gut gesinnt ist. So etwas wird hier nicht geduldet. Oh, trink doch einen Scheißtrank, Digga. Oh, nee. Hallo? Ah. Okay. Oh, wei. So. Ich schalte die jetzt einfach alle nacheinander aus hier, die mich hier abfacken. Wer schneidet hier was ab? Du schneidest überhaupt nichts ab. Also es gibt hier offensichtlich noch Jungs und Mädels, die mich nicht tot sehen wollen. Und ich denke auch, dass Nasty unter Umständen dann hier den Platz übernehmen wird. Wäre ja eigentlich ganz logisch. Sie scheint ja eine vernünftigere zu sein als ihr Bruder. Ich habe gerade keine Zeit für dich. Okay. Ja, macht ihr mal weiter mit dem, was ihr da auch immer macht. Also die Jungs und Mädels, die haben kein Problem mit uns. Hier unter uns gibt es wohl noch einen, dem das alles nicht so schmeckt. Da draußen gibt es vielleicht noch einen. Ugh!
Nein, nein, nein! Oh Gott. Mächtig aufgeräumt. Aber wir haben ja noch eine Seite des Lagers, um die wir uns kümmern müssen. Vor allen Dingen hier draußen muss ich jetzt mal gucken. Achso, das ist das Vieh. Ich wusste es fast. Ich wusste es fast. Crazy Red, ey. Ja, voll geil, voll stark und so. Ein Schuss, weißt du, wie ich meine. Ja, lass stecken. So, also die haben kein Problem mit uns. Mal schauen, was es hier drüben noch alles gibt. Wegen meiner Verbrechen. Ich wehre mich doch nur. Quatsch, das ist kein Code, das ist ein Namensschild. Du gehörst mir. Du entkommst mir nicht! Ja, ja, das sagen sie alle. So, Hank. Wieso das denn? Hab zu viel von der Pampe in mich reingestopft, die Chloe ausgibt. Da haben wir eine Meinung. Ach, ich sehe das ganz hier locker. Hier bringe ich Manieren bei. Ja? Das war ein Kampf und sie haben ihn verloren. Na, mal gucken, wer sich hier noch mit uns anlegen will. Aber ich glaube, das war's schon erstmal wieder. Also, hier nochmal zu Ragnar. Kam zu Ohren, dass der Eispalast gestürmt wurde. Ja, wir haben es geschafft. Was für eine gute Nachricht. Wie ist die Sache denn jetzt ausgegangen? Jemand war beim Hybriden, wurde mir gesagt. Ja, ich war dort und habe mit ihm verhandelt. Der große Plan des Pilgers ist tatsächlich aufgegangen. Das Mana, das ich dem Hybriden verabreichte, zeigte schon erste Wirkungen. Er hat sogar schon eine Art Mitgefühl entwickelt und wird ab jetzt in unserem Sinne handeln. So ist es also wirklich wahr geworden. Wir hatten es nicht zu hoffen gewagt. Ab dem heutigen Tage werden wir also in Freiheit leben dürfen. Und du hast uns dazu verholfen.